Die Kaufbeurer-Dialoge gestern waren sie auch eine Lehrstunde in Demokratie. Und einen besseren Dozenten zu diesem Thema gibt es vermutlich nicht. Denn zum einen ist Gauck jemand, der verinnerlicht hat, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist. Zum anderen hört man dem ehemaligen Kandidaten auf das Bundespräsidentenamt gerne zu. Eine seiner großen Stärken, er ist wie auch gestern überzeugend. Gerade das macht seine große Popularität aus und unterscheidet ihn von den meisten anderen Politikern. Und genau dieses Überzeugende ist es auch, was Gauck selbst an der heutigen Politikerriege vermisst. Das ist dieses Element Glaubwürdigkeit. Und da haben Sie schon eine bestimmte Defizite dann, die die Menschen bei der ausübenden Politik haben. Das muss ja nicht so sein. Wenn Sie mal schauen, wie manchmal neue Kräfte wie Herr von Guttenberg, Herr zu Guttenberg plötzlich eine Akzeptanz erfährt, dann gibt es das schon mal. Ja, oder seinerzeit Ole von Beust, als er gewählt werden wollte in Hamburg. Das ist schon so, dass wir auch den Politikertypus, der noch die vom Volk geachtet und verstanden wird, haben. Aber zu viele sind zu spezialisiert. Ich will gar nicht sagen, sie sind zu schlecht, aber sie kommunizieren nicht ausreichend. Aber Gauck war natürlich nicht gekommen, um über sich selbst zu sprechen. Es ging ihm ja um die Demokratie. Ein Thema, das Deutschland gerade schwer beschäftigt. Denn mit Stuttgart 21 ist wieder Bewegung in das Thema gekommen. Das Neue ist, dass wir jahrelang so eine Mobilisierung aus der Mitte der Bevölkerung nicht gehabt haben. Und der Teil ist eigentlich einer, der mich erfreut. Denn ich mag den Bürger nicht, wenn er nur bequem auf dem Fernsehsessel sitzt und nur darüber nachdenkt, was er nun morgen also im Einkaufszentrum sich besorgen soll. Da soll er sich lieber auch ein wenig für die öffentlichen Dinge interessieren, soll wählen gehen und so weiter. So, das finde ich gut. Problematisch finde ich, dass ein Verfahren, das rechtsstaatlich abgelaufen ist und über viele Jahre sich durch die Instanzen gequält hat, nun plötzlich durch wen? Wer ist zuständig? Sind es die, die da drumherum wohnen in Stuttgart-Mitte? Oder ist es der Landkreis mit dazu? Oder ist es das ganze Bundesland, durch das nun gestoppt werden soll? Also das schafft eine Verfahrensunsicherheit, die sich dann als Belastung für die Demokratie herausstellen kann. Und so ist bei genauer Betrachtung die Aktivierung etwas Gutes, aber die Infragestellung von Abläufen und damit auch von rechtlichen Normen, die ist eher problematisch. Stuttgart 21 betrachtet der ehemalige Pastor also skeptisch. Gauck machte deutlich, dass man in Deutschland mit der parlamentarischen Demokratie bisher gut gefahren ist. Und so waren die Kaufbeurer-Dialoge gestern auch ein Aufruf, ein Appell, sich wieder bewusst zu machen, was Deutschland in den letzten Jahrzehnten erreicht hat. Gestern hätte ich zum Beispiel für schädlich gehalten, in einer Bevölkerung zu sagen, ich bin stolz auf Deutschland. Heute finde ich es enorm wichtig, denn mein Vaterland hat im Gegensatz zu dem, was es in meiner Jugend war, 60 Jahre lang die Menschenrechte geachtet und bewahrt, die Bürgerrechte. 60 Jahre lang die Herrschaft des Rechtes fest etabliert, Instanzen geschaffen, die dieses Recht schützen, mit den Verwaltungsgerichten besonders und dem Bundesverfassungsgericht. Es hat 60 Jahre lang kein anderes Land mehr überfallen. Und es hat 60 Jahre lang keine Hungersnöte gegeben und keine wirklichen sozialen Katastrophen. Und wenn ich mich in meinem deutschen Vaterland umschaue, wann hätte denn diese Nation schon einmal eine solche Epoche gehabt? Wann eigentlich? Und diese Freiheit, diese Werte gelte es zu verteidigen, auch in anderen Teilen der Welt. Sichtbar wurde bei der Lehrstunde Demokratie gestern aber noch etwas anderes. Gauck hat zwar die Wahl um das Bundespräsidentenamt verloren, an Popularität aber hat er nichts eingebüßt. Im Gegenteil, es macht den Eindruck, er hat an Strahlkraft gewonnen.